wird. Ja, drei Auswärtsspiele, ein Sieg, zwei Niederlagen. Formkurve geht aber nach oben. Ja, ich glaube, man kann eindeutig attestieren, das Spiel gegen Gießen, das war nichts. Das Spiel gegen Göttingen war sehr gut, aber da hat wahrscheinlich auch dann die Heimstärke den Ausschlag gegeben, kurz vor Schluss, dass die es noch rumbiegen konnten. Und ich hoffe natürlich, dass das uns heute auch gelingt gegen Gotha, die zuletzt Göttingen geschlagen haben. Und ich denke, da ist es dann auch, der Heimvorteil ist der Faktor, der es ausmachen kann. Und ich hoffe natürlich, dass die Halle noch voll wird und dass die Zuschauer unsere Mannschaft dann zum Sieg führen. Ja, ich denke, das sind die richtigen Worte, um uns hier alle einzustimmen. Bald geht's los. Bis später. Tschüss. Die Merlins, wie gesagt, auswärts, haben sie ein bisschen Anlauf gebraucht von Gießen bis Magdeburg. Aber hier fühlen sie sich sicher wieder viel, viel wohler. Das glaube ich auch. Und ich denke auch, dass wir die Heimspiele gewinnen müssen. Das ist auf jeden Fall unser Ziel, wenn wir in die Playoffs kommen wollen. Und ja, auch das Spiel in Göttingen kann man gewinnen. So ein Spiel gegen Gießen, das hat nun mal nicht so schlimm. Abhaken, genau. Und ein bisschen weitermachen. Ja. Aber ich denke, das hat die Mannschaft auch relativ gut bewiesen, dass sie das abgehakt hatte. Da sie sich eben wirklich gut gesteigert hat in Göttingen und dann mit dem Sieg in Magdeburg, die ja auch nicht unterschätzt werden dürfen, auch wenn sie bislang, wie vielleicht ähnlich wie Gotha letzte Saison, noch nicht so richtig in der Liga angekommen sind. Ja, das glaube ich auch. Jetzt die Spielervorstellung der Gäste. Ja, natürlich einige namhafte Personalien auch auf dem Feld. Gary Johnson. Was bei Gotha auffällig ist, ist, dass sie sehr viele Spieler schon seit längerer Zeit haben, dass sie einen Stamm haben, dass sie immer wieder versuchen, auch ihre Spieler zu halten. Und das ist auch gut für das Team und für den Teamgeist, für das Drumherum. Wenn da ein Neuer reinkommt, der kann sich da schneller einfinden. Ja, ich denke, das würde ich aber auch für diese Saison den Greizer Merlins bescheinigen. Absolut. Weil es wurde ja wirklich ein großer Stamm an Spielern gehalten und punktuell verstärkt. Und ich glaube, das zahlt sich auch bereits in dieser frühen Phase der Saison aus. Absolut, absolut. So, jetzt schweigen wir einen Moment für die Spielervorstellung der Greizer Merlins und melden uns gleich zu Spielbeginn wieder zurück. Unsere Nummer 6, Sergej Exler. Unsere Nummer 19, Daniel Ivanov. Unsere Nummer 1, Justin Crow. Die Nummer 2, Kostas Karamakis. Die Nummer 7, Chris Heinrich. Die Nummer 11, Andreas Kohlhaas. Unsere 19, Chris Hittner. Damit kommen wir zu unserer Stabilität. Unsere Nummer 3, Carlos Mendel. Unsere Nummer 8, Johan Kulas. Die Nummer 9, Philipp. Ja, Starting Five der beiden Mannschaften können wir nun also aufliefern. Die Gäste starten mit Gary Johnson, Chase Griffin, Leon Ibur, Ali Frazier und Marcel Heberlein. Und die Greizer Merlins
Carlos Medlock, Jormann Polas, Philipp Friedl, Jonathan Moore, Stevie Johnson. Keine großen Überraschungen, keine Änderungen bei den Merlins. Auch zu unseren Gästen nach Gotha. Dort gibt es ja ein Public Viewing, organisiert durch den Fanclub der Rockets. Also euch auch allen viel Spaß bei der Partie 13 Merlins gegen die Rockets aus Gotha. Ja, und viele Grüße auch an die Judokas aus Gotha. Ich habe vorhin gelesen, dass die Judokas die Rockets unterstützen. Ich hoffe, die sind nicht auf dem Feld unterwegs, sondern zu Hause vor den Schirmen oder hier in der Halle. Ja, kleine, aber ja, gar nicht so kleine, feine Delegation an Gästefans. Ist eigentlich auch immer sehr, sehr gut für die Stimmung in der Halle. Ja, das stimmt. Und ich freue mich auch, die Fans der Blauen Hölle, Gotha, die melden sich immer rechtzeitig an und das ist sehr sympathisch. Die machen auch irgendwie einen vernünftigen Eindruck und deswegen wird es auch Spaß machen heute mit denen. Jawohl, erster Ballbesitz für Gotha. Man sieht gleich von Anfang an, es wird die Manndeckung gespielt und Carlos Medlock gleich im Stil. Philipp Friedl gegen Marcel Heberlein. Medlock mit viel Platz von außen. Oh, der war oben. Ballbesitz Gotha. Ja, in den letzten Spielen ist es den Merlins immer gelungen, gleich von Beginn an einen Feuerwerk abzubrennen. Und es wäre natürlich schön, wenn das heute auch so wäre. Ja, insbesondere beim zweiten Halbspiel gegen Cuxhaven. Da hat man es eigentlich sehr, sehr früh in deutliche Bahnen gelenkt, das Spiel. Ja, aber Leon Ibor, auch so ein ganz, ganz erfahrener Mann. Mit den ersten Punkten für die Gäste. Ja. Und Carlos Medlock am Ball. Mit dem Pass auf Jonathan Moore und auch ein bisschen zu lang. Sein erster Wurf. Topscorer in Magdeburg gewesen. Und das, obwohl er eigentlich überhaupt nicht von der Dreierlinie geworfen hat, nur einen. Ja, hat das Visier noch nicht so richtig eingestellt in dieser Saison. Aber ist durch seine Rebound-Arbeit und wie man jetzt sieht, auch durch seine Verteidigung enorm wichtig. Ja, war natürlich auch noch ein ganz großes Plus, dass er doch nach Weitem zurückgekehrt ist. Noch 6 Sekunden auf der Shotclock. Block von Niebuhr. Und der Airball von Gary Johnson, der hier so ein bisschen nach dem Foul guckt. Ja, aber wenn er meint, er hätte eins gesehen, dann hätte er die Meinung, glaube ich, exklusiv. Ja, Schiris haben es alle anders gesehen, Spiel geht weiter. Philipp Friedl jetzt gegen Jess Griffin, Shooter-Duell. Ball kommt auf Stevie Johnson und er postet auf. Ja, und Nibo nimmt das Bein raus, deswegen der Pfiff auch in Ordnung. Ja, könnte auch ein sehr, sehr schönes Duell heute werden. Ja. Nibo gegen Johnson. Ja. Ja, daneben. Klappt heute noch nicht so recht. Aber der zweite sitzt. Erster Punkt für die Merlins. Nach 2 gespielten Minuten. So. Wir machen hier den Heberlein ganz eng. Ball kommt trotzdem irgendwie zu Niebuhr. Ja, aber man sieht gleich wieder von Anfang an, wird ganz dick. Defense gespielt. Um erst gar nicht die spielstarken Gotha in ihren Spielfluss kommen zu lassen. Ja, und da setzt Jonathan Moore seine starke Athletik ein, setzt nach. Führung für die Merlins. Sie suchen Griffin, aber der ist eng bewacht. Und der ist ganz offen, den muss er machen und er macht ihn. Wieder Führungswechsel.
Ali Fraser war das mit der 15. Ja, ich denke, wir werden ein anderes Spiel sehen gegen Cuxhaven. Hier wird es heute deutlich enger zugehen. Schön vernascht, aber der darf muss dann er noch machen. Ja. Aber sehr schönes Setplay jetzt gerade von Gotha. Häberlein zieht dann noch den freien Mann, aber bleiben wir mal. Medlock hat die Hände noch dazwischen. Der Ball war am Fuß. Aber Fraser mit den nächsten Punkten. Aber es war ja der eigene Fuß, deswegen auch kein Fußpfiff. Korrekt beide gespielt. Ja, Joman Polas. So, von außen noch nicht so ganz erfolgreich. So, Gary Johnson, auch der hat zu lang. Ja, und Joman wieder mit dem Rebound. Im Moment fehlt noch ein bisschen das Feuer, habe ich so das Gefühl, bei den Merlins im Angriff. Da spielt man den Ball schön hin und her, aber so die zündende Idee, das Überraschungsmoment, das fehlt noch. So. Carlos Medlock zieht jetzt durch. Make-up. Ja, und setzt sich gut durch. Also, muss man auch nicht pfeifen. Ja, sauber. Ja, schwierige Situation jetzt. Ja, schnell gelöst, schnell gespielt. Und Ballgewinn, Joman Polas. Durchstecker war ungenau. Polas. Ja, der kann das auch. Was der Medlock kann. Hat da noch ein bisschen mehr Athletik einzusetzen. Ist ja auch nochmal ein Kopf größer. Holt die Führung zurück für die Merlins. So, jetzt vernascht Nibo Stevie Johnson. Ja. Macht's besser als der Kreisheimer Kapitän vorhin. Wie du vorhin schon angesprochen hast, Micha, das wird ein spannendes Duell zwischen den zwei. Die werden sich auch nichts schenken. Und irgendwie habe ich das Gefühl, der Ball ist nass oder irgendwie glitschig. So, auf beiden Seiten wird er nicht richtig gefangen. Ja. So, 7-8 nach 5 Minuten gespielt. Ja, Stimmung auf beiden Seiten noch sehr gut. Ich hoffe, am Livestream auch. Ihr seid übrigens eingeladen, auch den Chat zu nutzen. Und da Fragen und Kommentare zu posten. So, und das ist ganz, ganz wichtig für Philipp Friedl und für die Kreuzer Merlins, wenn da der Erste von außen sitzt. Ganz genau. Dann kann der heute richtig heiß laufen. Ja, das hat letzte Saison gefehlt, ein Philipp Friedl, der von Anfang an heiß läuft. Er kam erst in der zweiten Saisonhälfte und das ist dieses Jahr anders. Ja, von Anfang an. In der Zwischenzeit gleich Gotha wieder aus. Zehn beide. Und Chris Ensminger wird auch gleich wechseln. So, Jonathan Moore probiert es wieder von außen. Und Stevie Johnson mit allem, was er hat. So, jetzt der angesprochene Wechsel. Jan Lipke kommt. Also gleich ein Dreierwechsel. Derek Selvig, auch er. Verblieben. Und Dimitri Greis mit der 13 auf dem Feld. Einwurf Merlins. Ja, 4 Minuten noch im ersten Spiel. High Scoring ist es noch nicht. Nein, aber Stevie Johnson macht wieder die Führung für Kreuzheim und ich denke, der Respekt auf beiden Seiten ist relativ groß. Das sieht man. Ja. Beide Teams begegnen sich hier wirklich auf Augenhöhe.
Dennis Friedl. Oh, sehr schön. Absolut, stellt das sein Ballgefühl unter Beweis. Aber es geht offensiv bei den Mönchs doch relativ viel über Einzelaktionen momentan. Oh, das war zu einfach für Stevie. Und Jonathan Moore zwingt Gotha zur ersten Auszeit in dieser Partie. Schneller 6:0 auf. Kleines Polster für die Merlins, aber ein sehr kleines. Ja, aber ich denke, die brauchen keins. Die sind gerade und deswegen die Auszeit zur richtigen Zeit. Die fangen an heiß zu laufen, fangen an ihre Dinger zu treffen, auch die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und Gotha scheint noch ein bisschen gelähmt. Und die Stimmung in der Halle natürlich sensationell. Ja. Außer bei den Gotha-Fans. Ja. Ah. Oh, Verhalten. Ja, was wird Chris Ensminger seine Mannschaft jetzt auf den Weg geben in dieser ersten Auszeit nach dem ersten kleinen Run der Merlins? Ich denke, dass Gotha ein bisschen variabler spielen muss in der Offense. Dass sie schon früher versuchen, einen freien Mann zu kriegen, um den Ball besser laufen lassen zu können. Weil das hat man gesehen, ein, zwei Situationen, da hat es gut funktioniert und plötzlich war einer unter dem Korb frei. Und diese Situationen müssen sie sich schaffen, ja, um dran zu bleiben. Die Merlins waren jetzt einfach auch in den letzten zwei, drei Angriffen relativ gut darauf eingestellt. Haben zumindest die Hand am Ball, in der Nähe des Balles. Wir kriegen gerade eine Frage über den Chat, wie viele Zuschauer denn in der Halle sind. Und ich kann es natürlich nicht zählen, aber geschätzte 1150 auf jeden Fall. Ja, eine Situation, die man pfeifen kann. Aber ich habe es vor zwei Wochen schon gesagt, als ich Hallensprecher war, faul ist, wenn der Schiri pfeift. So schaut's aus. Und dann war das ein Foul. Und er steht direkt daneben, er muss es sehen. Also es wird passen. Ja. Aber bisher sehr wenig Fouls. Ja. Zwei auf Seiten der Gäste, eins bei den Merlins. Erste Teamfoul der Merlins. Ja. So. Wurf war runtergelaufen. Wurf musste kommen. Und wieder mit dem Erfolgserlebnis für die Merlins. So, Stevie Johnson wieder. Faust ab. Setzt sich durch, baut die Führung aus. 8 Punkte jetzt. So. Von ja, und das Fresh ist genau das, verstopft. Das ist genau das, was ich gemeint habe. Man muss versuchen, früh einen freien Mann zu finden und dann passiert auch was. Jormann für 3. Aber in and out. Ja, ist heute noch nicht das Gesicht, das wir sehen wollen. Ja. Und gleich mit dem Foul hinterher. Mit Foul. Korb zählt. Und ich glaube, der Coach reagiert auch. Wenn ich das richtig deute von hier oben. Justin Crow und Andy Kronhardt werden kommen. Ja, und auch bei Gotha wird gewechselt. Kreis und Warek neu im Spiel. Wenn ich das richtig sehe, ja. Ben Merlins, Friedl und Stevie Johnson raus. Jetzt kommen wir in die erste Pause hier. Bonusfreiwurf. Nicht drin. Ja, überraschenderweise bleibt Jormann auf dem Feld. Legt wieder einen daneben, aber auch das gehört dazu. Entschuldigung, auch das gehört dazu. Der Trainer muss dem Spieler auch vertrauen, auch wenn es gerade mal nicht so gut läuft. Was ist der persönliche Foul? Noch brennt da nichts an. So, Frazier wieder aus der Halbdistanz. Wieder der Rebound bei Jonathan Moore. Ja, die Rebounds waren bisher ein kleines bisschen ein Problem. In keinem Spiel hatten wir die Rebound-Hoheit. Aber vor allem
Moore gefällt mir da heute schon sehr, sehr gut wieder. So, Carlos Matlock. Und auch da, Manny Kronatz setzt nach, aber kann den Ball nicht mehr sicher beim Mitspieler unterbringen. Ja, Justin Rowe, ein bisschen alleingelassen gegen 4. Ja. Und da kommt die Auszeit von Willie Young. Willie auch seinerseits sofort unterbinden, dass die Gotha hier schnell wieder rankommen. Letzte Minute läuft im ersten Viertel, 18-14. Ja, ich glaube, das, was ich vorhin gesagt habe, das hat sich jetzt seit der Auszeit von Gotha geändert. Wir sind nicht mehr so gelähmt, wir sind ein bisschen aufgewacht. Und das hat man jetzt ganz deutlich gesehen. Ja, und besonders den Ali Frazier hat die Greizheimer Defense momentan noch nicht so richtig im Griff. Der hatte schon 8 Punkte. Der einzige seines Teams momentan, oder der zuletzt auf dem Feld war, der gescored hat. Ansonsten Leonie Bohr mit 6. Bei den Merlin sieht das ja traditionsgemäß eigentlich schon ausgeglichener aus. Johnson und Friedel je 5, Jonathan Moore 4, Johann Kolas und Carlos Medlock je 2 Punkte. Das zeichnet diese Mannschaft auch aus. Das sind eigentlich 5-6 Spieler, die hier das Spiel im Scoring an sich reißen können. Ja, und ich bin mal gespannt, wie es bei Gotha bleibt. Da ist es ja auch so, dass es dass da jeder dazu da ist oder jeder in der Lage ist, auch zu punkten. Ja, besonders da wirklich noch zu beachten, ein Chase Griffin, der erinnere ich mich an das Spiel in der vergangenen Saison, als es ja hier wirklich das Entscheidungsspiel war für die Greizer Merlins um den Klassenerhalt. Und ich glaube, da hat man auch 3 Viertel lang nichts von Chase Griffin gesehen. Und der kann dann trotzdem plötzlich anfangen hier die Schüsse zu nehmen und zu treffen. Warten wir ab. So, abseits des Balles das Foul von Dimitri Kreis. Ja, der lässt Carlos Matlock nicht durch und stoppt ihn da mit mehr oder weniger unerlaubten Mitteln. Sekunden noch. Und Ball bei den Merlins. Auch da stimmt der Einsatz wieder beim Offensiv-Rebound. Ja. Andy Krohn hat fast noch mit dem Offensive Goaltending. Von weit draußen. Ja. Denn die Uhr lief runter. 6 Punkte Führung für die Merlins nach dem ersten Viertel. 20-14. Ja, so kann es weitergehen. Kann aber auch noch eine Schippe draufgepackt werden. Was meinst du? Ja, ich denke, Gotha macht das jetzt zum Schluss ganz gut. Auch wenn sie es nicht geschafft haben, das nochmal zu verkürzen. Aber so den Schwung rauszunehmen, auch vor allem unterm Korb, da ist jetzt nicht mehr so viel gegangen und die Würfe von draußen, die fallen noch nicht. Man muss ja sehen, was bei Kreisheim die Quote von außen eigentlich eine große Stärke ist. Und wenn wir da mal anfangen zu treffen von außen, dann, dann sieht es nochmal anders aus. Ja, momentan sind wir da bei 11%, einer von 9. Ganz genau. Aber was wir angesprochen haben, die bisherige Schwäche bei den Rebounds, das sieht ganz anders aus bisher. 15-8. Ja, das ist deutlich. Das ist deutlich. 5 Offensiv-Rebounds, 10 Defensive. Ja, und ich glaube, wir hatten im letzten Spiel insgesamt nur 7 Offensiv-Rebounds. Deswegen ist es jetzt schon mal eine ganz gute Leistung. Und wie gesagt, das sind sehr wenige Fouls, auch sehr wenige Ballverluste auf beiden Seiten. Das sieht alles nach Basketball aus hier.
So, Ansprache von Willy Young war recht kurz. Ja, oder? Unter den Greilsheimer Spielern wird schon wieder gelacht. Das ist auch ein gutes Zeichen. Sehr gutes Zeichen, ja. Da stimmt die Stimmung. Bei Gotha habe ich es jetzt nicht gesehen, wie da die Viertelpause genutzt wurde. Aber jetzt ist Greilsheimer Ball. Carlos Medlock. So, Jonathan Moore jetzt gegen Tavoris Baker. Acht Sekunden noch auf der Uhr. Ja. Der war aus der Not geboren. Ja. Von Justin Crow. Aber hat ihn trotzdem schön aussteigen lassen. Vorher nix Lufthansa, hat früher uns das Latko immer gesagt. Und das war der erste von außen für Gotha. Da liegt jetzt Dimitri Kreis am Boden. Und ausgerechnet vom größten Mann auf dem Feld. Oder zumindest auf Gothaer Seite. Das ist jetzt, glaube ich, nebensächlich. Die Frage, was da passiert ist. Ich habe es leider nicht gesehen. Ich auch nicht. Ich habe in dem Moment den Ball gesehen. Ich glaube, er ist weggerutscht. Ach, hat einen Finger wohl. Finger ins Auge bekommen. Das hoffen wir, dass es nichts Schlimmeres ist. Sehr unangenehm. Gleich mal gute Besserung von hier oben. Ja. Ah, aber ich denke, er geht kurz mit raus. Ja, aber es wird hoffentlich weitergehen für ihn. So, Costa Karamatskos jetzt bei den Merlins auf dem Feld. Ebenso Chris Tetzner, Hermann Polas. Ja, und er findet heute leider keine Mittel. Er findet heute irgendwie nicht den richtigen Weg. Jan Lipke von außen und Tavoris Baker, Offensiv-Rebound. Ah. Ganz stark gespielt, unter dem Korb. Es darf eigentlich gar nicht sein, dass man das so viel passen kann. Ich wollte gerade sagen, da lassen sie den Gotan hier auf engstem Raum. Das Spiel zu, er fällt rein. Chris Tetzner kriegt den Bonuswurf. Ja, er macht es gut, dreht sich rum und dann eigentlich ein doofes Foul. Von hinten nochmal, ohne Chance an den Ball zu kommen, kann man sich sparen. So, Phil Friedl jetzt für Joman Polas. Der, glaube ich, mit sich selber auch nicht wirklich zufrieden ist momentan. Ja. Aber solange es da die Teamkollegen gibt, die in die Bresche springen. Ja, auch da verspringt der Bonusfreiwurf. Und Gotha auf 3 Punkte rangekommen in der Zwischenzeit. Also das wird der erwartet heiße Tanz heute. Ja, manchmal klappt es auch mit einer Einzelaktion. Ja, oder gerade eigentlich in Phasen, wo man ein bisschen zurückhängt. Wenn es dann über die Einzelaktion klappt, wieder ins Spiel zu kommen. So, Andi Kron hat von außen. Jetzt wird es ganz wild, aber leider. Chris kommt nicht ran, kann den Rebound nicht holen. Hat Tavoris Baker ein paar Zentimeter Vorteile gehabt. Ja. Wieder ein Foul da außen an der Linie. Und das ist natürlich auch für einen Spieler eigentlich sehr schwierig, wenn 3 unterschiedliche Schiedsrichter auf dem Feld sind, sich da einzustellen. Der eine lässt eher mal was laufen, der andere ist da ein bisschen kleinlicher. Was korrekt ist, keine Frage. Aber schwierig für den Spieler, sich darauf einzustellen. Und der Rebound. Bei Costa Karamatskos. Das hat man auch schön gesehen, den Justin Crow. Aber es fällt von außen nichts. Ja, die Situation gerade noch mal gerettet, nachdem er gemerkt hat, dass die Zone plötzlich voll ist, auch mit den eigenen Leuten. Hat ihm die Laufwege nicht wirklich gepasst. Und jetzt Justin Crow am Start. Alles sauber. Ja. Dann schmeißt er den Ball weg. Chance zur Führung für Gotha.
aber Stevie Johnson. Wirklich arbeiten jetzt unterm Korb, das ist, machen das richtig gut da. Jan Lipke. War mit dem Fuß auf der Linie. Und Warich wird kurz verwarnt, das ist nicht erlaubt, den Ball, nachdem er durch die Reuse gefallen ist, zu berühren vom gegnerischen Spieler. Wenn das nächste Mal ein Spieler macht, muss es ein technisches Foul geben. Von der Regel kann man ja halten, was man will, aber es gibt es immer mal. Ja, wenn es gibt, dann sollte es eben auch konsequent eingehalten werden. Ja, bloß bevor mir der Ball auf den Kopf fällt, da fange ich ihn halt lieber. Ja. Ja, unglücklicher Wurf von Philipp Friedl jetzt. Ball zuletzt bei Chris Tetzner. Der vergewissert sich da nochmal bei Wesodijk Doktu. Aber das war schon alles richtig so. Ja. Wieder der Dreier von der 24. So, Costa mit. Ah, da war ein Gegner am Ball. So. Tetzer geht wieder raus, Jonathan Moore kommt zurück. Wichtiger Faktor für die Rebound-Arbeit. Absolut. Und ich denke, das ist auch der Grund, warum er kurz eine Verschnaufpause bekommen hat. Da muss er unheimlich arbeiten mit dem Korb gegen den Großen. Und ja, ist sofort wieder da. Ja. Verkürzt auf 3. Sieht immer so einfach aus, aber gerade die Würfe aus der Halbdistanz sind relativ schwierig. So, und auch der zweite Lange kann eigentlich werfen. Ja. Und dann gibt es einen Foul für Gotha. Von Johnson. Ja, und auch Kralzheim wechselt. Carlos Medlo kommt wieder für Costa Karamatskos. Und auch hier Mantola ist wieder drauf. Also Starting Five zurück auf dem Feld. Publikum ist da. Ah, schnelle Hände. Und Jan Lipke mit den sicheren Punkten. Nächste Auszeit von Willy Young. 5 Punkte die Führung für die Gäste. Damit sind alle Auszeiten auf Seiten der Gralsheimer ausgeschöpft in dieser ersten Halbzeit. Hingegen Gotha hat noch eine. Ich denke, deutliches Zeichen von Willy Young. Hier so früh wie möglich zu versuchen, zu verhindern, dass man hier mit einem größeren Rückstand in die Pause geht. Ja, es fehlt ein bisschen der Druck zum Korb, der Druck auf den Korb. Das heißt durch Einzelaktionen oder auch durch Teamaktionen. Das ist alles schön um die Dreierzone rum und dann passe ein bisschen rein. Ich denke, es ist momentan jetzt ähnlich wie bei den Gästen vorhin. Ja, es fehlt so diese letzte Idee, diese Variabilität ein bisschen im Spiel. Der Gegner ist eingestellt. Der Gegner weiß, was man tut und kann entsprechend reagieren und auch schon agieren. Was aber vor allem fehlt, sind die Punkte. Ja. Also, das hört sich jetzt einfach an, aber man muss den dann auch mal reinmachen, weil die Chancen sind da. Wir haben auch die Chancen unterm Korb und machen sie nicht. Und man sagt immer, wer trifft, hat recht. Und wer nicht trifft, hat demnach nicht recht. Und hat demnach die falsche Entscheidung getroffen. Und jetzt hoffen wir, dass sich das ändert und dass wir die Dinger reinmachen. So schaut's aus. So, Stevie Johnson. Wenn sich einer daran hält, dann er.
Ja, und er macht es gut. Im 1 gegen 1 kriegt den Ball. Ja. Perfekt abgeschlossen. So, ja. Aber Gotha steht ihm leider im Mitte nach. Philipp Friedl gegen Tavoris Baker. Medlock wird geblockt. Ganz viel Platz, ganz viel Platz. Jetzt Jormann Pollas mal. So, da hat Gary Johnson einen abbekommen in der Defense. Jetzt auch die Unterbrechung. Chris Ensminger moniert da an Ellenbogen. Ja, aber da war sicher keine Absicht im Spiel. Also es war sicher beim Gerangel um den Ball. Wenn da um jeden Zentimeter gekämpft wird und im Korb. So, weiter mit Ballbesitz für die Merlins. So, Stevie Johnson. Phil Friedl jetzt mit Platz, lässt hier den Gegner mal aussteigen. Passt das Timing nicht beim Rebound von Jonathan Moore. Wieder viel zu viel Platz. Ja, die Manndeckung wird nicht konsequent umgesetzt. Da haben die Gotha-Spieler einfach viel zu viel Platz. Das ist übrigens kein Rückspiel, was man gerade gesehen hat. Nein, war noch nicht. Falls die Diskussion aufkommt, natürlich kein Rückspiel. Solange der Spieler nicht vollständig die Mittellinie überquert hat, ist es kein Rückspiel. So. Ja, 3:51 noch im zweiten Viertel, ja. 7 Punkte hinten, 26:33 der Spielstand. Also langsam kommen wir in die Phase, wo wir wirklich sagen, psychologisch wichtig, hier vielleicht noch ein bisschen abzuknabbern von dem Rückstand, zurück ins Spiel zu kommen vor dem Pausentee. Ja, und ich denke auch, vorhin waren ein, zwei gute Aktionen der Merlins und sofort ist die Halle da. Ja. Und wenn man sich das erhalten will, dann muss man das natürlich auch bringen. So, und für die Spieler selbst vielleicht auch Freiwürfe immer eine ganz gute Gelegenheit, zurück ins Spiel zu finden. Aber ja, auch da die Quote bislang. Man soll ja nicht immer auf die Statistiken und auf die Zahlen gucken, aber so manchmal haben sie doch einen gewissen Aussagegehalt. Ja, vor allem bei so einem Spiel wie heute, wo es sowieso kaum Fouls gibt, ist es natürlich wichtig, dass man gerade die wenigen Freiwürfe, die man bekommt, und auch sonst auch eben trifft. Wenn man durchkommt, wenn man Würfe bekommt, müssen die reingehen. Das war das zweite Foul gegen Jormann Pollas. Ja, und er hat damit die Hälfte aller Kreisheimer Fouls gemacht. So, das nächste gleich hinterher gegen Philipp Friedl. Da weiß ich jetzt auch nicht, da kann man auch mal ein Offense geben, wenn einer so einen Ellbogen rausnimmt. Deswegen auch der Unmut hier jetzt auf Kreisheimer Seite. Ja, das ist natürlich dann auch ein bisschen so ein psychologischer Faktor, wenn es so schnell hintereinander die Fouls gibt. Aber wenn ich die Freiwurfquoten angesprochen habe oder die Wichtigkeit, wenn es wenige Freiwürfe gibt, die auch zu treffen, dann gilt das auch für Gotha. Auch hier nur einer von zwei. So, noch 3,5 Minuten, 7 Punkte hinten, 27:34. Und Medlock versucht es alleine, leider ohne Erfolg, aber dafür mit Foul. Ja. Auch hier zwei Freiwürfe. Die Daumenschrauben werden ein bisschen angezogen. Ich meine, da erinnere ich mich jetzt auch immer ein bisschen an Chris Zettner, der letzte Saison ja zweimal hier mitkommentiert hat und gesagt hat, wenn
Also es ist gerade eben wirklich eine schwierige Phase für die Merlins, auch in der, insgesamt in der Saison war, der gesagt hat, wenn es ja, über den Spielfluss nicht läuft, dann musst du dich auch mal reinkämpfen, dann musst du auch mal zupacken auf Kosten von Fouls. Und es war, glaube ich, auch ein Spiel, wo man mit einem Teamfoul durchs Viertel ging und sich die Bälle um die Ohren werfen ließ. Und ja, vielleicht schon auch noch ein bisschen im Mittel. Ja, da hast du absolut recht. In der letzten Saison war das eher schwierig und ja, so. Lipke mit dem nächsten Dreier. Ja, so langsam heißt es wirklich aufpassen hier. Und es gibt sonst auch ein Offensiv-Foul gegen Stevie Johnson. Okay. Foul ist, wenn der Schiri pfeift. Ja. Ballbesitz, Gotha, 2:57 noch zu spielen. Ja, Foul von der 82, da gibt es jetzt gerade nochmal die Nachfrage. Ja. Mit einem Anschreibetisch. Und natürlich gibt es nicht Freiwürfe. Nein. Beim Offensivfoul. Und überhaupt auch die Teamfoul-Grenze noch nicht erreicht. Genau. So. Ah, da kommt der Jan Lipke angeflogen, holt sich den Offensivrebound und stellt auf 10 Punkte eigentlich. Ja, das wäre eine gute Gelegenheit für eine Auszeit, aber Kreisheim kann keine mehr nehmen. Und seit der letzten Auszeit von Kreisheim, muss man sagen, ist eigentlich nicht viel passiert. Nee. Nicht viel, was positiv zumindest ist für die Kreisheimer. So, Jonathan Moore versucht jetzt wieder über die Einzelaktion. Auch das klappt nicht. Nein, war ein schwieriger Wurf. Ja. Der Fadeaway-Jumper im Zurückfallen. War auch gerade so eine Situation, die letzte Offense der Gotha, Gary Johnson, eigentlich gut zugestellt von Carlos Medlock, brachte da den Ball trotzdem noch an den Mann. Das fehlt dann so ein bisschen auf den Merlins. So, jetzt das Foul gegen Gary Johnson. Und das war jetzt mal ein ganz deutliches. Ja. Und Teamfoul-Grenze hier schon länger überschritten. Und Auszeit Gotha. 1:51 noch zu spielen. Ja, 9 Punkte der Rückstand, da reiben sich die Kreisheimer Zuschauer schon ein bisschen die Augen. Ja, war man jetzt in den beiden ersten Heimspielen so nicht gewohnt. Aber ich denke, man muss auch wirklich sagen, mit Gotha ist hier eine Mannschaft zu Gast von ein bisschen einem anderen Kaliber. Ohne jetzt den Cuxhavenern oder den Leverkusenern zu nahe treten zu wollen. Aber die treten hier schon ganz anders auf. Ja, und vor allem haben die ja einen ausgeglichenen Kader, so wie es scheint. Also da sind auch jetzt inzwischen, ist ja nicht nur ein Frazier, der Punkte macht, sondern es sind auch ein paar andere, die sich da ins Spiel einbringen, die von außen treffen und die auch hellwach sind. Die einfach einmal da sind und den Rebound holen und den Punkt machen. Ja. Das war auch bei den Merlins wirklich am Anfang des Spiels auch. Und Jonathan Moore ist ein bisschen abgetaucht. Ja, und da fehlt noch jemand, der, wenn jemand mal von außen wirft oder auch zum Korb geht und versucht, einen abzulegen, dass dann jemand da ist, der eventuell den Rebound holt. Und deswegen ist jetzt Chris Tetzner auch wieder auf dem Feld, weil das ist so ein Typ, der die Bälle pflückt und dann auch mal einen versenken kann. Ja, das ist schon... Ja. Mit klassischen Worten zu sagen, so eine Kampfsau, der wirklich mehr reinmühlen kann, der dahin geht, wo es im übertragenen Sinne wehtut. Ja, wieder sitzt der erste Freiwurf nicht. Ja, und das Gothaer Publikum ist da.
feuert ihn an, scheint ihm zu helfen. Macht zumindest den zweiten rein. Noch 1,47 in der ersten Halbzeit, 30:38 der Zwischenstand. So. Schritte. Oh. Na ja, okay, ja. Weiter. Ja. 11 Sekunden auf der Shot Clock. Chase Griffin. So, da klappt das Ablegen nicht. Kolas. Ja. Und das Offense mit Ansage. Ja, leider. Ja, ja, klar. Ist auch ein bisschen wieder, muss man sagen, fast blind reingelaufen. Erst laufen und dann gucken. Ist vielleicht nicht ganz die richtige Reihenfolge. Und es war jetzt auch schon das dritte persönliche für Jormann Kolas. Ja, das ist natürlich schwierig für einen Spieler, der unheimlich gut in der Defense arbeitet und eher die Gefahr läuft, mal hinten einen Foul zu kriegen. Wenn der dann noch die Offense-Fouls sich zieht, ja, das, dann ist es eher schlecht und schränkt ihn natürlich auch unheimlich ein dann in der Defense, ist ja klar. Das ist mir besonders gerade im Spiel gegen Leverkusen aufgefallen. Er ist halt so ein Spieler, der in der Defense auf einem sehr, sehr schmalen Grat wandert. Ja, sehr eng verteidigt. Hat auch Fouls riskiert. Und wenn, wie du sagst, dann offensiv auch noch die Fouls dazukommen, so. Der war nix. Letzte Minute läuft. Und dann müssen sie auch aus solchen Situationen, aus solchen vergebenen Chancen der Gäste ihre Vorteile ziehen. Und Chris Tetzel zieht es faul beim Aufposten, beim Versuch reinzuziehen. Ja, Gotha lässt da auch nichts anbrennen. Die versuchen gleich mal da die einfachen Dinger zu stoppen. Und zwar nicht erst, wenn der Ball in der Luft ist und dann vielleicht noch reinfällt und ein End-One zu kassieren, sondern wir machen das clever, das Foul vorher zu ziehen. Zwei Freiwürfe. Chris ist immer ein guter Freiwerfer. So, ja. Er hat dich gehört. Ja. Und trifft jetzt auch beide. Verkürzt auf 6 Punkte Rückstand. Wie machen sie den Lipke auch zu zweit wieder? Der hier eindeutig das Spiel lenkt. Und jetzt. Und auch jetzt wieder Chris Tetzner beteiligt am Rebound. Ja. Und viel Platz für Carlos Medlock. Ah, der muss doch mal reinfallen. Und holt sich den Rebound. Gut aufpassen. In dem Moment muss man sagen, auch Glück gehabt, denn es war schon ein wildes Spiel auf Jonathan Moore, der da nicht so ganz mitkam. Aber jetzt haben sie den letzten Angriff. So, noch 12 Sekunden. Kreuzheimer spielen das natürlich aus. Die Frage ist nur, probieren sie es nochmal von außen oder 4. Und Justin macht ihn. Nicht. Schade. Schade, ja. 32:38 zur Halbzeit. Ja, im Basketball, das wissen wir, glaube ich, alle, ist es nicht viel. Aber der Spielverlauf muss sich doch ein gutes Stück weit ändern zu Beginn der zweiten Halbzeit aus Sicht der Kreuzer Merlins. Ja, wir melden uns in der Halbzeit vielleicht mit einem kleinen Interview mit Ingo Enskart. Ansonsten geht es hier zur zweiten Halbzeit wieder weiter. Bis später. So, ganz, ganz schnelles Halbzeitinterview mit Ingo Enskart. Ja, ein bisschen ein anderes Spiel heute als die ersten beiden Heimspiele. War die Halbzeiteinsprache in der Kabine auch ein bisschen anders? Ja, ich würde es mal so sagen, Will war sehr energisch. Ich glaube, die Mannschaft muss auch aufgeweckt werden. Es kann nicht sein, dass wir uns da so vorführen lassen in einigen Phasen. Wir wissen, dass Gotha Qualität hat, aber das ist keine Entschuldigung dafür für die eigene Leistung. Wir müssen uns da selber an die eigene Nase packen. Ja, welche Kritikpunkte sind da hauptsächlich angesprochen worden?
Also einmal, wir haben eine schlechte Schussauswahl. Wir haben nicht wirklich zusammengespielt und dadurch Aktion kreiert, sondern wir haben aus dem Dribbling dann irgendwie geworfen. Das ist ein Schuss, der hat immer eine schlechte Quote, aber manchmal macht ein Spieler einen, behält das in Erinnerung und meint, er kann es dann wieder forcieren. Das ist aber der falsche Weg. Wir müssen mehr übers Innenspiel kommen, mehr einfache Aktionen haben und dadurch einfach auch wieder dann ein bisschen mehr einen Rhythmus finden. Ja, vielen Dank. Und es kann auch jetzt schnell weitergehen mit der zweiten Halbzeit. So, Micha, weiter geht's, ja? Ja. Wir sind wieder oben angekommen. Alles sortiert, alles geordnet. Ballbesitz Gotha gleich. Und jetzt bin ich mal gespannt, was wir für ein Spiel von unseren Merlins sehen in der zweiten Halbzeit. Ja, ob die, wie Ingo Enskart gesagt hat, energische Ansprache von Willy Young schnell Früchte trägt. Wie gewohnt starten wir mit der Starting Five. Ich denke, bei Gotha ist es genauso. Ja. Gary Johnson, Rob von Fraser und es gleich ein Foul. Ja. Stellt da die Hüfte raus. Zweites persönliches für ihn. Und logischerweise erstes Teamfoul. So, schnelle Hände von Stevie Johnson. Aber, Fast Break kann nicht zu Ende gelaufen werden. Gotha schnell sortiert. Und Jonathan wieder mit dem Fehlwurf. Wir sind jetzt, glaube ich, bei 2 von 15. 1 von 15 von der Dreierlinie bei den Kreisheim Merlins. Ja, Thema Schussauswahl. Aber ich denke, wenn so einer dann jetzt reingeht, dann wird es ein anderes Spiel. Ja, und er trifft ja solche Dinge auch. Also es ist halt, ja. Er war frei, war eigentlich kein Problem. Auch die Entfernung nicht. So, jetzt schauen wir mal. Da passt auch Philipp. Und auch er nicht, aber Rebound durch Oman. Ja. Er passt auf. Stevie wieder gegen Leonibur. Das war mal gut zu Ende gespielt, aber da musste er auch reinfallen. Ja, man sieht auf beiden Seiten, sie versuchen ja heil über die Zone. Ja. So, nächster Steal von Stevie Johnson. Der Kapitän nimmt das jetzt hier selbst in die Hand. Und macht ihn Coast to Coast. Schön, dass er jetzt noch eingeplumpst ist. Ja, und vor allem wichtig, glaube ich. So, jetzt aber findet auch Marcel Heberlein lange keine Mitspieler. Ja, und jetzt spielt Fraser. Carlos Medlock. Weil sie geswitcht haben, Carlos Medlock gegen Nibur. Aber können die Chance nicht verwerten. Und leider macht er es anders als Stevie Johnson nicht vorne rein. So, jetzt ist Fußspiel. Ja. Die Shotclock bleibt bei 18. Nach 2,5 gespielten Minuten. Ja, Freunde am Live-Chat. Wie gesagt, dürfte ich gerne beteiligen. Kostet auch nichts. Ja. Miteinander, untereinander, mit uns. Über das Spiel plaudern. Über die Kreisheim Merlins, über die Rockets Gotha. Und Jonathan Moore kriegt wieder das Foul. Ja. Wird gleich ermahnt. Dass er beim nächsten Gefühlsausbruch wieder ein technisches bekommt.
Griffin macht den ersten. Und auch den zweiten. Und sonst schon sind es wieder 6 Punkte. Nach knapp 3 Minuten gespielt. Da ist auch wenig Bewegung bei den Merlins, ja, bei genau den Spielern ohne den Ball. Sind, ja. So, Jormann aus der Ecke. Macht ihn nicht, aber Stevie Johnson holt den Rebound. Ja, den hat der Nibu nicht unter Kontrolle. Stevie sagt danke. Ja, und auf der Gegenseite das gleiche Spiel, also umgekehrt. Ja, das Matlock lässt den nächsten hier liegen und das nächste Foul gegen Stevie Johnson. Ja, das war jetzt ein bisschen unglücklich verteidigt, glaube ich. Ja, war schon das dritte Teamfoul jetzt im zweiten Viertel, im dritten Viertel. Nach 3,5 Minuten, ja. 36-42. Und ich glaube, das war nicht das, was Chris Tetzner gemeint hat. Als er gesagt hat, man muss da auch mal irgendwie ein Zeichen setzen, dann solche Fouls zu machen. Nein, also. Und das ist ganz klar faul. Und ich habe auch schon Schiedsrichter gesehen, die für sowas ein Unsportliches gegeben haben, weil er eben gegen den Mann und nicht gegen den Ball geht. Aber ich denke, ja, Pfiff ist so auch okay. Also man muss es auch nicht überhart machen. Ja, aber der Unmut des Publikums natürlich auch in diese Richtung gehend. Ja, auch gerne das Unsportliche sehen wollen. Aber noch lieber würde sie mal Punkte sehen von Medlock an der Freiwurflinie. Will Young traut seinen Augen danach auch nicht. Jetzt fällt der zweite. Ja. Gut. Und der Block von Matlock gegen Johnson. Noch 11 Sekunden auf der Shot Clock. Also auch ohne Eile jetzt. Gotha kann den Angriff zu Ende spielen, wenn der Schuh gebunden ist. Ja. Und noch alles richtig sitzt bei Gary Johnson. Jace Griffin. Mit Sonderbewacher Jormann Polas, der aber schon mit 3 Fouls belastet ist. So. Eine immer wieder gern gesehene und gern diskutierte Situation. Der Ball steckt fest. Ball steckt fest und weil die Spielrichtung geändert wird, das heißt, die andere Mannschaft kommt in Ballbesitz, wird auch die Shot Clock neu aufgedreht. Wenn Gotha im Ballbesitz geblieben wäre, wäre das anders gewesen. Inzwischen ein weiteres Foul. Ja, gegen Chase Griffin. Ja. Und Jan Lipke kommt zurück aufs Feld, wird jetzt sicherlich das Spiel wieder lenken. Nein, bei Polas geht nichts. Nein, leider gar nichts. Und das ist auch... Ja, hartes Spiel, ziemlich hart. Aber Schiedsrichter lässt es weiterlaufen, sagt alles okay. Und 2 Punkte und nach 5 gespielten Minuten im dritten Viertel 7 Punkte vor für Gotha. So, Phil Friedl aus der Ecke, den muss er nehmen. Trifft auch nicht. So. Auch bei Gotha das Fast Break schnell unterbunden, aber ja. Und so wieder einfach. Der einfache Pass. Der einfache Pass auf den freien Mann. Das ist zu einfach.
man hatte so zu Beginn des dritten Viertels jetzt das Gefühl, dass sie defensiv zumindest noch ein bisschen besser organisiert sind. So. Ja, Carlos Medlock schmuggelt den jetzt so rein. Ja, das waren auch dankbare Punkte jetzt. Sehr dankbare. Den muss er machen. Sagt sich immer so leicht, aber in dem Fall war es so. Jetzt kriegt Jonathan Moore das Offensivfoul. Beziehungsweise er nimmt es an. Ja. Und Nibo bekommt es. Ist sein zweites Foul. Jetzt wird noch der Wischer herbeigerufen. Ja. Und Will Young bringt jetzt mit Chris Tetzner für Philipp Friedl ein bisschen mehr, ja, Masse, würde ich sagen, aufs Feld. Ja, vor allem die Stärke unter dem Korb, die ich vorhin angesprochen habe. Genau, zum Nachsetzen unter dem Korb. So, und Gotha verteidigt jetzt schon in der Hälfte der Merlins. Dadurch natürlich viel Platz, den Jonathan Moore hier nutzt. Ja, das war gut gedacht, aber nicht so gut gemacht von Gotha. Ja, das konnte die Merlins sehr, sehr einfach zu ihren Zwecken ausnutzen. Der Fehler gepfiffen gegen Ali Frazier. Ja, aber es war wieder sehr schön gespielt von Gotha. Der Pass auf den mehr oder weniger freien Mann. Ja, war Gary Johnson, auch Frazier. Ah, Kollas versucht, er abzulegen auf Chris Tetzner. Aber das, was bei Gotha vorhin gelang, auf engem Raum hier noch zu spielen, gelang ihm jetzt nicht. Airball. So, und Stevie macht's wieder alleine, Coast to Coast. Ja, das ist wichtig, dass er als Kapitän da auch mal ein Zeichen setzt. Ja, und ja. Er ist ja jetzt nicht der Dribbler vor dem Herrn. Nee, aber dass er wirklich das Heft in die Hand nimmt und sagt, hier, ich nehme das jetzt an, das Spiel in der Offense. Und er scheint der stabilste im Moment zu sein. Und Chris Tetzner mit einer super Verteidigung. Macht's wieder alleine und er fällt rein, nur noch einer. Chris Ensminger nimmt die Auszeit. Ja, und die Halle tobt, also ja, ist ganz das ist klar. Aber das hat man jetzt wirklich eindeutig gesehen. Stevie Johnson hat jetzt hier das Heft in die Hand genommen. Ja, der alte Mann und der Ball. Ich bin ganz überrascht. Sehr super. Absolut. Ja, wirklich hier in bester Point Guard-Manier. So, wir gucken, wir nutzen die Zeit, schauen mal in den Chat rein, gibt es da irgendwas? Ja, wir gucken, werfen einen kleinen Blick auf die Quote. Bei den 3-Punkte-Würfen 3 von 13 bei Gotha und 1 von 18, also 6% bei Crailsheim. Bei den Freiwürfen sind es 62% bei Crailsheim, 8 von 13 und bei Oettingen, bei Gotha sind es 3 von 5. Ja, Entschuldigung, kleine Versprecher. Passiert. Apropos Oettingen. Ist ja ein Dorf ganz in der Nähe von Crailsheim. So schaut's aus, ja. Interessant, dass dann der Namenssponsor den Weg nach Gotha gefunden hat. Aber es ist auch schön, Gotha ist ähnlich wie Crailsheim, so eine Stadt. Ende der 80er Jahre den Basketball gegründet und den Weg in die zweite Liga gefunden. Und machen sich in dieser Saison da ganz gut. Kann man so sagen, sieht ganz anders aus wie letzte Saison. Auf jeden Fall. Das ist schön. Ja. Oh, Jan Lipke. Ja, der rastet total aus. Ja. Und das war auch geil. Entschuldigung, der war auch geil. Das war ein Ausrufezeichen. Ein dickes.
So, Stevie Johnson mit Foul. Was der spektakuläre Dunking bei Jan Lipke. Das ist für den coolen Stevie Johnson so eine Aktion. Das war, ich glaube, letztes Jahr wirklich das meistgesprochene Wort über ihn. Er ist nicht der spektakuläre Spieler, der sich ins Rampenlicht spielt. Aber nein, der macht sein Ding. Der macht sein Ding. Er hätte jetzt gerne das Ding noch gemacht, dann hätten wir wieder den Ausgleich gehabt. So kann Gotha hier wieder zu einfachen Punkten kommen. Ja. Die letzten zwei Minuten im dritten Viertel laufen. Mölins haben sich so ein bisschen berappelt. Allerdings einzig und allein offensiv dank Stevie Johnson, muss man sagen. So, jetzt das Foul gegen Jan Lipke. Ja, versucht da auszuhelfen, aber kann Stevie nur mit einem Foul stoppen. Und Wechsel bei Kralsheim. Andy Kronhardt kommt ins Spiel für Jonathan Moore, der nur bedingt Verständnis für die Auswechslung hat. Willie Young wird seine Gründe haben. Und wenn Andy jetzt 8 Punkte in Folge macht oder 8 Rebounds zieht in Folge, dann, dann wissen wir alle, dass er es richtig gemacht hat. So sieht's aus. Ja, das ist das Schwierige beim Trainer. Hinterher weiß man es immer besser. Vorher hat man immer einen Plan. So wie offensichtlich Stevie Johnson auch. Nämlich den Rückstand zu verkürzen und in die Führung umzudrehen. 2 Punkte vor für Gotha, noch 1,36. So, Kreis mit ganz viel Platz. Ja, aber auch sehr weit weg vom Korb. German Polas, Stevie Johnson. So, und haben wir den Ausgleich. Ja, und das sind die Dinger, den kann der ja und den macht er einfach blind. Ich glaube, der hat jetzt die letzten... Ich weiß nicht, hat er die letzten 10 gemacht für die Merlins? Und sofort ist das Publikum da. Ja, jetzt muss er noch seinen Teamkollegen anstecken. Ah, oh, jetzt geht es voll gegen Andy Kronhardt. Das war nicht der Plan. Ja, aber zumindest mal keine einfachen Punkte zugelassen. Da ist ein Widerstand da und Andy Kronhardt macht es auch richtig. Ja, ich denke, das ist jetzt der Punkt, den Chris Tetzner letzte Saison gemeint hat. Ja. So musst du dann in dieser Phase einfach agieren. Richtig. Und dass er Dreier schießen kann, das hat er bewiesen. Ja. Und offensichtlich auch Freiwürfe. Stevie Johnson kurz. Der Blick auf die Statistik. 20 Punkte. Der zweitbeste Score der Merlins, Carlos Medlock mit 9. Das lassen wir jetzt so unkommentiert. Zurück zum Spiel. Ja. Und Bolas. Oh. Ah. So, jetzt Andy Kronhardt. Ja! Foul! Und jetzt wird sich Willi Young sagen, okay, alles richtig gemacht. Was hast du noch andere Ideen, was Willi Young für Pläne haben könnte? Ich glaube, die Jungs hören dich. Für Andy Kronhardt freut es mich besonders, weil er verletzt in die Saison gegangen ist. Und er macht auch noch den Bonushof. Ja, auf jeden Fall. Und ich finde, er ist wirklich sehr, sehr schnell jetzt in die Mannschaft reingekommen. Ja, ich glaube, bei dem Mannschaftsgefüge, das wir haben, ist es auch nicht schwer. Und bringt seine Leistung. Jawohl, sehr schön. Stevie. Und holt den Rebound. Ja. Stevie, legt auf Jormann. Der zieht das Foul. So. So, die Merlins führen mit 2, 53 zu 51, 28,6 Sekunden vor dem Ende. Das bedeutet, die Merlins werden voraussichtlich nochmal in Ballbesitz kommen. So, und über Freiwürfe jetzt German Polas. Trifft beide. So, das ist auch immer wirklich interessant zu sehen. Jetzt lief es im Spielfluss bei den Merlins und jetzt fallen auch die Freiwürfe und Stevie Johnson kriegt jetzt eine kleine Pause, denn ihn brauchen wir wieder und Chris Heinrich
erstmals auf dem Feld in dieser Partie. Kollas gegen Lipke, der natürlich die Uhr im Blick hat. Auf Becker und er wird abgeräumt von Andy Kronhardt. Ja, ein schöner Block. Noch 3 Sekunden auf der Shotclock. Das bedeutet, wenn sie es jetzt ohne Foul spielen, haben sie noch 4 Sekunden. Das kann auf jeden Fall für was reichen. Jawohl. Ja, die kriegen sie gar nicht. 6 Sekunden. Tipp ihn! Und Jormann macht's. Hoppla. So, und plötzlich haben wir hier 10 Punkte Führung. Aber nee, jetzt dachte ich schon, ich habe irgendwas verpasst. Na, da ging die Anzeigetafel ein bisschen zu schnell. Belassen wir es bei 6 Punkten Führung vor dem Ende des Schlussabschnitts. Mit 23 zu 13 entscheiden die 13 Merlins dieses Viertel für sich. War eigentlich mit 25 13. Ja, und überraschend ist einfach, dass Gotha genau da weitergemacht hat, wo sie in der ersten Halbzeit aufgehört haben. Die haben weiter druckvoll gespielt, die einfachen Pässe und dann die auch noch reingemacht. Also, ich weiß gar nicht, was da jetzt passiert ist. Ja, also ich würde... Achso, Stevie Johnson ist passiert, genau. Das genau, war's. Genau. Es ja. ist, es war selten so einfach zu erklären. Aber das, was auch, ich glaube, letzte Saison immer wieder angesprochen werden musste, dass dann eben einer gefehlt hat, der jetzt gesagt hat, so, und ich mache das Spiel jetzt. Das hat letzte Saison lange gefehlt und auch in diesem Spiel bislang. Und Stevie Johnson hat sich das eine Weile angeguckt und jetzt muss er das nur weiter beibehalten, beziehungsweise jetzt hat er eine Pause auf der Bank. Aber ich denke, so langsam ist auch der Funke wieder ein bisschen übergesprungen. Ja, ich denke, das hat sich übertragen auf die anderen Spieler und plötzlich läuft es bei allen irgendwie. Auch Jormann Polas. Besser. Ja, hinten 2 Steals von Andy Kronhardt und von Chris Tetzner. Und schon sieht es anders aus. Oh, da gibt es einen Foul. Für ja. Chris Heinrich stellt sich da ein bisschen. Stellt sich da einen Weg und. Wenn dieser Baum im Weg steht, ja. Dann kommt dann Jan Lipke nicht drum rum. So, Ballbesitz Gotha. Das letzte Viertel ist angebrochen, 6 Punkte vor für die Merlins. Die Halle ist da. Ja. Frazier wieder mit und den Platz macht er. Ja, den muss man decken. Falls ihr es noch nicht gemerkt habt da unten, den muss man decken. Der wirft die Dinger aus der Artdistanz und der trifft die. So, Medlock versucht mal wieder von außen. Jetzt fällt auch der mal rein. Ja, endlich. Zapperlock. Ja. Innen, out and in, würde ich sagen. Ja. Das muss dann genau so passieren. Der nächste geht dann direkt rein. Und schon der Steal wieder von Carlos Medlock. Sehr schön aufgepasst. Ja, mit so einem Treffer im Rücken sind die Füße gleich ein bisschen leichter. So, Spiel ganz klar auf Seiten der Merlins jetzt. Verliert jetzt den Ball. Jetzt schauen wir mal, was Tetzner macht. Ja, hält sich vornehm zurück, würde ich sagen. Ja. Das weiß er auch, dass er da irgendwann nicht mehr eingreifen sollte. Okay, ja. Schiedsrichter pfeift kurz ab. Da ist wohl Wasser. Wo sich Carlos Medlock gerade hingelegt hat. Ja, danke Annika. Und wie seit etwa 125 Jahren läuft dann Wischwasch. Ja. Wenn der Wischer aufs Feld kommt. Es gibt Traditionen. Ja, danke Kelloggs für diese Tradition. So, viel Platz hier. Ja,
Ja, gut, alles den Ball laufen. Das ja, ist ja. Und immer wieder Lipke. Noch 10 Sekunden auf der Shotclock. Deswegen ist Jan Lipke so ruhig. Oh! Ja, ja, ich glaube, zum schönen Spielen ist nicht die Zeit. Fly me to the moon. Spielt der DJ. So, dreifach wechseln. Phil Friede, Justin Grow und Steve Johnson wieder auf dem Feld. Ja, Carlos Medlock braucht eine Anspielstation. Ja, ich bin mal gespannt, was wir von Justin Grow sehen. Ja, das ist auch so einer, der aus dem Nix mal kommen kann. Oh, vom Parkplatz. Vom Parkplatz! Habe ich nicht gesagt, der Nächste sitzt direkt. Ja. Und ich glaube dir gern den Prophet im eigenen Lande. Und Fraser. Zu eng bewacht von Andy Kronhoff. Ja, und man merkt, bei Gotha läuft der Ball nach wie vor gut, aber dann schleichen sie eben die Fehler ein und die Fehler schleichen sich deswegen ein, weil die Merlins die Intensität etwas erhöht haben. Führen mit 8 nach 2,5 gespielten Minuten im letzten Viertel. Oh, schön von Andy Kronhoff. 10. Ja, das ist das Schöne an der Manndeckung. Wenn man da einmal nicht aufpasst oder jeder richtig mitarbeitet, ausblockt, dann ist irgendwann einer frei. So. Medlock bewacht von Gary Johnson. Findet Andy Kronhoff. Und nimmt gleich den nächsten. Ah, ich würde sagen, da war einer dran, aber reicht nicht zum Foul. Und Jan Lipke mit dem Rebound. Ja, Jan Lipke, der guckt jetzt böse. Naja, ernst. Okay, ernst. Ja, ernst. Konzentriert. Aber das hat er auch bei dem Dunking vorhin schon. So, auch hier wieder. Und Gary Johnson. Musste schießen, nur noch 2 Sekunden waren auf der Schuhe. Ah, Glück für Gotha. Glück für Gotha. Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Philipp Frieden jetzt am Ball. 8 Sekunden noch. Schöne Idee von Schade. Justin Crow. Oh. Ja. Foul jetzt von irgendeinem. Aber auch Andy Kronhardt, Andy Kronhardt hebt die Hand. Ja. Wieder klar taktisch. Einfallpunkte verhindern und es gibt eine Auszeit von Willi Young. Will die Gotha hier nicht wieder ins Spiel zurückkommen lassen. Ja, während die Zuschauer jetzt hier wieder das Merlins Dance Team genießen können. Noch 5:47 noch zu spielen im Schlussabschnitt. 65:57. Ja, und die Tanzmädels tanzen jetzt mal für uns. Ah, okay. Den Takt gefunden und ja, die machen das super, die machen das das erste Jahr. Von der alten Crew ist fast niemand mehr dabei. Die Trainerin, die Banne, das ist noch die gleiche. Und die macht es noch mit genauso viel Herzblut wie am Anfang, das ist schön. Und von mir als Abteilungsleiter an dieser Stelle natürlich mal ein großes Dankeschön dafür. Das ist nicht selbstverständlich. So wie die meisten Helfer hier, das alle ehrenamtlich machen. Nein, nicht alle, nicht fast, sondern alle Helfer das ehrenamtlich machen. Auch die Moderation ist umsonst. Nein, die ist nicht umsonst. Die ist nur kostenlos. Nein, hier umsonst ist hier nichts. Hier geht es um Basketball.
Ja, Freunde der orangenen Lederkugel, weiter geht's. 5:47 noch zu spielen. 65:57. Und Gary Johnson am Ball. Jace Griffin tanzt da durch die Zone und macht den wunderschön. Muss man neidlos anerkennen. Ja, ja. Jetzt heißt es wach bleiben. Die passende Antwort parat haben. Ja, Jonathan Moore ist wieder auf dem Feld und steht gleich parat. Und Stevie Johnson. Aber vorher war abgepfiffen. Vorher war abgepfiffen, faul. Ja. Gegen Leonie Moore. Sein drittes. Ja, Foulbelastung bei Gotha. Drei Spieler mit drei Fouls belastet, bei den Mönchs zwei. Aber fünf Minuten vor dem Ende ist das relativ im Rahmen aus Stevie Johnson. Ja, wenn es beim ersten Mal nicht klappt, dann holt er sich halt die zweite Chance. Ja, noch ein bisschen was für die Rebound-Statistik getan. Und ohne die jetzt genau zu kennen, würde ich sagen, da führt Kralsheim. Ja, da haben sie sich. Ah, da weiß er nicht, was er machen soll. Stabilisiert und der Ball ist bei Gotha. Tja, und kaum habe ich gesagt. Ja. So holt sich Gotha den Offensiv-Rebound. Ja, vor allem bei dem Offensiv-Rebounds haben die Merlins hier ein klares Plus. Okay. So, ja. Aber insgesamt relativ ausgeglichen die Rebound-Statistik. So. Und jetzt den, ist er drin. Ja, ja, aber den muss er nehmen. Ja. Ja, aber das sind genau die Punkte, das sind genau die Bälle, die Gotha in der ersten Halbzeit und auch im dritten Viertel noch reingemacht hat. Ja. Die fallen jetzt nicht mehr. So, und Jan Lipke hat zweimal durchgeschnauft. Und kommt wieder. Ja, da war noch ein Foul. Okay, und noch ein Wechsel. Selby kommt auch wieder. .358 noch. 67:59 der Spielstand. So, Jonathan Moore setzt die Athletik ein, geht mal durch. Auch für ihn wichtig jetzt nochmal. Bei Kralsheim sieht man es läuft sehr viel über die linke Seite, während Justin Crowe auf der rechten Seite vollkommen frei steht. Und da winkt und sagt, ey, ich bin auch noch da, gib mir mal den Ball. Aber das vorhin so schön gesagt, wer trifft, hat recht. Ja. Also hatte Jonathan Moore hier. Du nimmst mir die Worte aus dem Mund, ja. Das wollte ich nämlich jetzt aussagen. Also Sie merken schon draußen am Stream, die Millionen Zuschauer, blindes Verständnis auch am Kommentatorenpult. Und jetzt da frei. Ja, ich würde jetzt mal sagen, also wenn es dem Herrn Feuchter, der hier normalerweise neben mir sitzt, auf Malle so gut gefällt, also du bist jederzeit wieder willkommen. Und jederzeit bereit. So, und jetzt heißt es wieder aufpassen. 9 Punkte vor, 3:22 noch im letzten Viertel. So, Stevie Johnson gegen Leo Niebuhr. Und der Sieger heißt Jomann Polas. Ja. Jetzt Jan Lipke mit dem Foul. Ja, auch sein drittes persönliches. Exakt 3 Minuten noch. Und 17 Sekunden auf der Shot Clock. Ah. Und
Auszeit zeigt Chris Emsinger an. Ja. Verständlich, denn wenn man so durch die Zone ziehen kann. Ohne jedes Hindernis, muss man sagen. Ja, vielleicht die Möglichkeit, egal wie das Spiel hier ausgeht, mal einen Blick nach vorne zu werfen. Für Crailsheim geht es am Sonntag nach Karlsruhe. Ja, geht direkt weiter. Heute in Ehingen spielen, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wie es da steht, aber Karlsruhe hat einen sehr schweren Saisonstart. Crailsheim sieht ganz gut aus, immer in Karlsruhe, auch wenn wir da nicht immer gewinnen, aber es sieht da immer ganz gut aus. Während Gotha, und denen wünschen wir natürlich viel Erfolg, nach Kirchheim reisen. Ja, auf jeden Fall. Nicht überraschenderweise. Karlsruhe führt mit 10 Punkten. Nein, liegt mit 10 Punkten hinten in Gießen. Gießen ist sehr schwierig zu spielen, das wissen wir ja. Aus leidvoller eigener Erfahrung. Und wenn ich gerade richtig sehe, dass Kirchheim in Ehingen mit 13 Punkten Unterschied gewonnen hat. Also das wird das nächste Brett für Gotha. Ja. Tomasevic, der auch ja nicht mehr der Jüngste ist, mit 19 Punkten Topscorer bei Kirchheim. Ja, und die Knights hängen sich da auch wieder oben richtig fest. Ja, denen geht es ähnlich wie Crailsheim, glaube ich. Da war das eine schwere Saison letztes Mal und mit viel Glück und, wie soll man sagen, sportlich zwar nicht, aber sportlich den Abstieg nicht verhindern können wie die beiden Mannschaften hier, aber sind doch noch drin. Und für uns Crailsheimer freut uns das natürlich, dass wir sie am Weihnachtsspiel wieder begrüßen dürfen am 21. Dezember dieses Jahr. Hier sind noch 2:26 zu spielen. Crailsheim führt mit 11 und das sieht so aus, als würde man es auslaufen lassen. Klares Foul von Gary Johnson, das nicht gepfiffen wird. Aber das kümmert keiner. Roman Polas macht die Punkte. 13 vor. Und bei uns in Hohenlohe, die Auswärtigen mögen so sagen, der Fisch ist putzt. Ja, ich denke, Körpersprache bei den Gothaern. Das bedeutet, hier nicht wirklich auf Crunchtime eingestellt. Man könnte auch sagen, wir haben das Spiel im Sack. Aber davon möchte ich jetzt noch Abstand nehmen, weil wir haben noch 2 Minuten. Und wer Basketball kennt, weiß, es ist alles möglich. Und Gotha, das Format, das haben sie das ganze Spiel über gezeigt, dass sie zurückkommen können und auch mal einen reinknallen von außen. Aber wenn dann ein Jonathan Moore kommt, das Foul zieht und trotzdem trifft. Das sind jetzt die Nadelstiche, wie Gotha so ein bisschen den Saft nehmen. Und so kann man dann, denke ich, wirklich mit Selbstvertrauen nach Karlsruhe reisen, auf Seiten der Merlins. Bonus-Freiwurf sitzt, 76-62, 1:47 noch zu spielen. Ja, und jetzt sind wir mal gespannt, ob Gotha noch irgendwas macht. Weil jetzt muss es schnell gehen, aber irgendwie lassen die sich auch relativ viel Zeit. Gary Johnson. Ja, trifft. So, noch 1,5 und nur noch 11. So, Carlos Medlock, der hat Zeit. Jan Lipke nicht. Und Jan Lipke 4 Fouls. Ja, ich sehe gerade, Lucky schreibt bei uns im Chat, Chancenverwertung nicht so gut. Bei Gotha sagt gegen 0. So weit würde ich jetzt nicht gehen, aber er hat schon recht, da war nicht mehr so viel in der zweiten Halbzeit. Bei Crailsheim muss man allerdings auch sagen, trotz der getroffenen Dreierwürfe zum Schluss ist da auch noch viel Luft nach oben für das Spiel am Sonntag. In jedem Fall, also. So, und der nächste. So. Ja, Stevie Johnson hat es jetzt vollends im Griff. Ah, gibt doch noch ein bisschen Stop the Clock. Aber auch Jonathan Moore ist sich jetzt relativ sicher.
Ja, aber vor allem, wenn es eben heißt, Chancenverwertung geht gegen Null oder war wirklich ein gutes Stück schwächer jetzt zuletzt bei Gotha. Die Merlins haben es aber auch jetzt in der Schlussphase erst richtig verstanden, das für ihre Zwecke auszunutzen. Letzte Minute bricht jetzt an. Ja, es fällt nichts mehr. Philipp Friedl, Jaman Pollas. Tut noch ein bisschen was für sein Scoring. 81-65, so. Jetzt sieht es relativ deutlich aus mit 16 Punkten vor. Ja. Fast ein bisschen zu deutlich, wenn man sich das ganze Spiel anschaut. Ja, für den gesamten Spielverlauf. Wie lange sich die Merlins wirklich auch schwer getan haben. Mann. Entschuldigung, aber das könnte ich mir jetzt nicht verkneifen. Also was für ein Pfiff. Naja, okay, sei es drum. Viertes Foul noch gegen Jonathan Moore. Noch 30 Sekunden zu spielen. Der Schiedsrichter vergewissert sich nochmal, ob es das vierte oder fünfte war. Das war das vierte. Während in Kreilsheim die Laola ihre Runde zieht. Ja, Merlins werden aller Voraussicht nach den dritten Heimsieg einfahren, zu Hause ungeschlagen bleiben. Während Jan Lipke hier nochmal ein bisschen Ergebniskosmetik betreibt. So, Stevie Johnson nochmal an die Linie. 16 Sekunden noch. Ja, das Ganze zieht sich jetzt ein bisschen. Dem Kreilsheimer Publikum gehen langsam die Sprüche aus von ihr dürft nach Hause fahren. Das haben wir schon lange hinter uns. Ja, im Chat wird es jetzt auf Gotha's Seite noch angesprochen. Ein Chase Griffin, den auch wir eigentlich wirklich erwartet haben, dass der im Scoring eine große Rolle spielen kann. Eigentlich völlig ohne, ja aber auch, sagen, ohne Wirkung. Aber auch Gary Johnson. Ja, den haben wir hier schon ganz anders gesehen. Oh, das wäre ein schöner Abschluss gewesen. Aber so bleibt es beim 83-67 Erfolg. Gegner noch unter 70 Punkten gehalten. Wie gesagt, dritter Heimsieg für die Kreuzer Merlins. Gotha mit dem ersten Rückschlag, nachdem es doch zuletzt klar besser lief. Ja, Fazit, es war bis kurz vor Schluss ein relativ enges Spiel. Gotha hat es dann wirklich aus der Hand gegeben. Die Merlins haben es dankend angenommen. Dein Fazit vom Spiel? Also ich denke, in der ersten Halbzeit war es kein so tolles Spiel. Ich denke, in der zweiten Halbzeit war es besser. Es war ein hart erkämpfter Arbeitssieg, das muss man klar sagen, gegen eine wirklich gute Gothaer Mannschaft, die das gut gemacht hat, streckenweise sich hier sehr gut verkauft hat und zum Schluss ein Stückchen an sich selber gescheitert ist, aber auch dann an der stärker werdenden Defense der Kreilsheimer und der besser werdenden Offense. Ja. Und also ich glaube aber, dass Gotha in diesem Jahr nichts mit dem Abstieg zu tun haben wird. Dafür haben sie personell zu viel Klasse und ich wünsche ihnen auf jeden Fall, es scheint irgendwie ein nettes Team zu sein. Alles Gute, auch den Fans draußen am Stream nochmal vielen Dank. Vielen Dank auch den Fans Blaue Hölle und den Judocast der Gotha. Vielen Dank für die Unterstützung. Faire Bilder jetzt zum Schluss. Die Mannschaft geht zu den Fans und bedankt sich. Die haben ja wirklich gute Stimmung gemacht und alles schön fair geblieben. Das freut uns natürlich als Verantwortliche. Ja, war wirklich sehr, sehr, sehr schön. Und mit denen kann man noch ein Bier trinken an der Bar. Euch allen von meiner Seite vielen Dank. Schaltet wieder ein in den Livestream. Genau, nächste Woche gleich wieder, denn du hast angesprochen, Doppelspieltag dieses Wochenende. Auswärts geht's am Sonntag direkt weiter für die Merlins nach Karlsruhe. Und dann morgen in einer Woche das nächste Heimspiel wieder zur ganz gewohnter Hakro Arena Zeit, Samstagabend gegen Nürnberg, die auch mit sehr, sehr
starkem Team hier antreten werden. Das wird auch eine richtige Hausnummer. Ja, das glaube ich auch. Nürnberg ist immer ein harter Gegner. Ein harter Gegner, ein Gradmesser. Und wir bewegen uns dann so langsam auf Ende des ersten Saisondrittels zu, das ja vor allem auch Ingo Enskat immer anspricht, als so ein bisschen richtungsweisend für die gesamte Spielzeit. Wir sind gespannt. Ihr habt jetzt unsere Seite gehört, das ganze Spiel über 40 Minuten. Wer die richtigen Kommentare der Trainer hören will, bleibt einfach dran, denn die Pressekonferenz wird in etwa 10, 12 Minuten live übertragen im Stream. Also schaltet nicht ab und schaltet vor allem wieder ein. Genau. Vielen Dank und ich würde sagen, kommt gut nach Hause, aber ihr seid ja schon zu Hause. Kommt mal in die Halle, wir würden uns freuen. Macht's gut, tschüss. Schönen Abend noch, ciao. Bischmelli, guter Mann. Kreuzheim. Schöner Gruß aus dem M-Block. Kreuzheim, aber wir feiern gemeinsam den Sieg. Kreuzheim, gebt mir ein H! Wow. Gib mir ein U! Gib mir ein Super Kreuzheim, Super Kreuzheim! Kreuzheim, hey! Gib mir ein M! Gib mir ein B! Gib mir ein Heimsieg! Heimsieg! Gib mir ein A! Und wir singen. Dankeschön. Großartig, Kreuzheim, guten Abend, Sie kommen bei Nürnberg.